Servus Martin, grüß dich. Ja, du bist in der Werkstatt. Nein, heute einmal außendienstmäßig unterwegs. Wie ihr es mitgekriegt habt, machen wir ja irgendwie so eine Mission Ukraine. Ja. Ja, grundsätzlich, jetzt sind wir beisammen mit der Gemeinde Bitten. Die diversen Gemeinderäte unterstützen uns. Auch Freiwillige von der Bevölkerung. Aber jetzt gehen wir mal zur Feuerwehr, weil da haben wir einen speziellen Mann, den Gregor, der ist unser Kistenbeauftragter. Der kann euch erzählen, was die Leute alles so bringen oder bringen können. Gregor, erzähl mal. Also wir haben ganz viele Medikamente. Die Medikamente tun wir aber abtrennen vom Verbandszeug. Das haben wir gerade verpackt, das heißt, das ist gerade noch leer. Am meisten haben wir da Hygieneartikel. Also wenn es schaut, wir haben da für Erwachsene und für Kinder haben wir extra. Nahrung haben wir auch gerade verpackt und eingeschlichtet, die ist auch gerade leer wieder. Also mit Abstand am meisten kriegen wir Hygieneartikel, aber die bringen sich auch was. Wir haben, das sind glaube ich Damenhygiene, die ist extra. Und da ist alles, was man fürs Häusl brauchen könnte. Also von Abwischtücher, Wannen, alles, gell? Putzmittel, Decken, das ist, ja, Deckentücher, sowas, gell? Überzüge, genau. Hundenahrung haben wir auch extra, aber ja, ist auch wichtig. Ja, also ganz super sind so Babywindeln und Babynahrung. Ja. Von denen haben wir auch schon ein paar. Ja, da haben wir auch schon ein paar Kisten. Ein paar Kisten, eine. Auch gestern haben wir da recht viele. Ja, cool. Konserven? Konserven tun wir extra, genau. Ja. Konserven tun wir extra in die super leibenden Plastikkisten von Michi. Danke Michi, dass du sie besorgt hast. Die sind wirklich gut wert, weil das relativ schwer ist. Das können wir in Kartons genau. Verbocken schon, aber nicht tragen und so, weil wir müssen das ja alles mit der Hand dann auf der Grenze umladen in einen anderen LKW und das wird in die Kartons nichts. Aber schauen wir mal rein, was wir drin schauen, dass wir mal ein Volumengefühl kriegen. Also nochmal recht herzlichen Dank an die Firma Geotech in Graz, Event Engineering Firma. Der Jakob, der Chef, ein ganz gemütlicher Typ, war gestern dort, hat mir LKW geholt. Natürlich kennt uns der aus der Szene, weil an 12 S18 baut und den haben wir sich angeschaut und ja, super Leimer gewesen. Ja, das ist unser Iveco, was wir sich ausbauen dürfen. Super Schießer in Gelb. Ja. Gott sei Dank mit Luftfederung und Ladeportern, dass wir das auch ein bisschen einlohnen können. Ja, und seht ihr, der Raum ist schon gut gefüllt, zu 30% hätte ich gesagt, mit Deckenpulsern und das sind die ganzen Kartons. Oben haben wir die leichten Sachen aufgeschlossen, ganz so. Unten die ganzen Konserven und die ganzen Geschichten. Aber ja, ja, so ist. Danke nochmal an alle, die uns unterstützt haben. Auch was ich erwähnen will, danke an die Asfinag. Wir sind nämlich in Österreich modbefreit, weil wir Hilfstransport sind. Das ist relativ unkompliziert gegangen, aber auch recht herzlichen Dank an die Asfinag. Ja, bleibt am Laufenden. Es wird wahrscheinlich so eine kurze Reportage geben, wenn wir am Montag fortfahren. Wir fahren am Montag um 7:30 von Bitten fort, fahren nach Scheiblingkirchen, ist eine Nachbarortschaft, in die Hauptstadt. Die haben auch viel gespendet oder gesammelt. Da holen wir das Zeug an. Wir haben dann noch einen Sprinter im Backup, falls der LKW voll ist, und einen Anhänger im Backup. Ja, mein Beifahrer freut mich auch schon. Das ist unser NG Hannes. Aber den wird es dann in der Reportage sicher auch zweimal sehen. Der hilft mir so ein bisschen koordinieren und Autofahren. Passt, aber alles klar, bleibt dran, wenn sich das nochmal durch den Kopf gelassen wollt. Wir haben einen Button eingerichtet für eine Dieselkasse auf unserer Homepage, aber das wisst ihr vielleicht schon vom folgenden Video. Alles klar, trotzdem danke an die Hilfe, gell? Ciao, grüß euch! Brand new street and brand new me. Side by friends I need. So, wir wollen uns auch noch bei den Leuten, die nur eine Spende gebracht haben, bedanken, weil wir wissen, der Diesel ist zurzeit nicht ganz günstig und vielen Dank für eure Spenden, dann kommen wir nämlich auch wieder. Und haben hoffentlich auch wieder. Ja natürlich. zu den speziellen Sachen, zu den kuriosen Themen, ja, was wir gespendet kriegen, wir haben urviel nützliche Sachen gekriegt, ja, aber kuriose Sachen, wir haben Anti-Stress-Pillen gekriegt. Die sind für die Grenz wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht ist. Aber die führen nicht in die Ukraine. Ich glaube, da fühlen sie sich verarscht. Aber ja, passt, das sind die Kuriositäten. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey,
Now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your. Guten Morgen. Es ist zeitig in der Früh am Montag. Und es ist urkalt. Ja. Es ist wirklich urkalt. Es sind minus 3 Grad, glaube ich. Aber Synchro ist bockt. LKW ist zu, hätte ich gesagt, 40-45% bockt. Jetzt ruft mein Chef noch an. Komm noch jetzt, grüß dich. So, Telefonat beendet. Chef wünscht uns natürlich auch gute Reise. Danke, Schnürli. Ja, wir fahren jetzt weg zur Schule. Nach Scheiblingkirchen, die hat einen ganzen Arsch voll, den Lomaya, und dann fahren wir nach Bratislava zu einer Ladestelle. Und von Bratislava fahren wir dann Richtung Polen auf, an die ukrainische Grenze, Richtung Lviv. Und dort laden wir das dann runter, das seht ihr dann eh, wie das dann weiter rennt. Co-Pilot ist auch schon da, oder? Ja, genau, der Hannes. Jetzt sag ich Servus. Unser NG-Hannes. Ja, der löst mich halt oben vorn, weißt du, wenn ich schon so mache, dann... Wenn ich merke, dass ich öfters wie einmal in der Minute stessen muss. Da fährt der Hannes weiter. Bei der Steffi fährt der Janis mit, mein Neffe. Das ist Steffis Co-Pilot. Und die Erika fährt auch mit, bei der Steffi. Das ist unsere Dolmetscherin. Aber ja, passt. Dann gehen wir so. You got me tripping. Ever since I saw you, I went slipping. Didn't even know you. Couldn't even breathe without you. So, wir sind jetzt in der Mittelschule in Scheiblingkirchen angekommen. Da werden wir jetzt noch einladen. Die Kinder haben da auch fleißig gesammelt. Und ja, jetzt werden wir schauen, dass wir den LKW ein bisschen voll kriegen. Die haben da voll schöne Bilder gemalt. So, die Kinder von der Mittelschule laden jetzt ein und helfen uns einzuladen. Es geht los. Wir sind voll getankt und die Reise beginnt. Wir werden euch zwischendurch immer wieder am Laufenden halten. Der Martin und der Hannes fahren schon mal. Ich und der Janis, mein Fahrer, fahren jetzt in die SCS und holen die Erika. So, wir sind bei unserer Ladestelle in Bratislava. Die Firma Green Tech verladet uns noch den freien Platz. Da kriegen wir jetzt noch ein paar Paletten. Weil wir noch ein bisschen am Platz haben, dass wir nicht leer fahren, wird jetzt hier noch eingeladen. You got me reckless, got me reckless. When you say all the things you say to me. Martin ärgert sich gerade. Wir haben ein bisschen viel Go-Boxen jetzt. Ja, jetzt fängt das Go-Box-Zirkus an.
Weil da haben wir die tschechische Kuhbox, da haben wir die slowakische Kuhbox. Die slowakische Kuhbox nehmen sie da nicht zurück. Wieso auch immer, weiß ich nicht. Jetzt habe ich dann zwei Kuhboxen und... Er freut sich voll. Die Sonne scheint und er ist glücklich. Ich muss jetzt schon wieder nicht rauchen. So, back again. Yeah. Wie lange haben wir gebraucht zum Einholen jetzt? Eine Stunde, eineinhalb circa. Beziehungsweise warum haben wir überhaupt die einholen müssen? Weil wir die Kuhbox zurückgebracht haben in die Slowakei. Und ewig gewartet haben dort. Aber wir haben es geschafft. So, wir sind gestrandet. Die hungrigen Männer jausen noch. Wir gehen jetzt dann schlafen ins... Irgendwas Astias? Nein. Ja, es ist jetzt, glaube ich, 10. Wir haben noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde bis zum Entladen. Das machen wir morgen früh. Wir haben einen richtig schönen Platz hier. Und auch hier sind das Rathausgebäude ist auch hier mit der ukrainischen Fahne beleuchtet. Ja dann, wir haben einen kleinen Umweg über Kiew gemacht. Diesmal Schokokäse kleiner gerade. Der Martin jausnet. Was jausnet der Martin? Ein Schokokäse kleiner. Weil Schnitzel und Steak kriege ich heute nicht, haben wir uns gesagt. Nein, gibt es heute um 10 nicht mehr. Und der Janis wollte euch noch von Kiew erzählen. Nein, nicht von Kiew, sondern von. Ich habe den Namen auch vergessen. Nein, wie hat es geheißen? Krakau, ja. Krakau, voll. Der Janis hat ein Erlebnis in Krakau gehabt. Ich feiere Krakau. Ja. Wir sind mitten durch Krakau gefahren, weil wir den Stau umfahren haben. Sehr gut. Na gut, wir wünschen euch eine gute Nacht. Bis morgen. So, wir sind an der Entladestelle angekommen. Das heißt, Kassen, wir müssen eine Stunde warten, aber jetzt haben wir sie ein bisschen umgeschaut. Aber jetzt schieben sie uns dazwischen. Jetzt muss alles schnell gehen. So, werden wir mal schauen. Der Martin hat sich bemüht. Schon die ganzen LKWs schaut das Synchro recht mickrig aus. Laden. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Martin und seine Einpackkünste. Das ist auch ein Fall. Habt ihr Apfelkarton? Schachtel? Haben Sie Schachtel? Wir sind so froh, dass wir die Erika mit haben. Aha, das sind für diesen Volk? Ja, für den Volk. Bitte, welche Korbchen, weil da scheint es 50 Kostmasse, welche ich hier will ich mal mit Daten. You do me, you got me reckless, got me reckless. When you say all the things you say to me.
Seite, was Kleidung betrifft, habe ich jetzt gefragt. Was Kleidung schon, aber für Männer. T-Shirt, Thermosachen, Jacken, aber dunklere, keine knalle Farben. Mhm. Und das ist jetzt Priorität, dass die Jungs schnell was zum Umziehen haben und keine Frauensachen. Mhm. Nach Harkim? Geht. Jetzt Janis? Nee, du spielst auch Erika überwacht alles. So, es wird entladen. Der LKW wird immer leerer. Ja, sie sind wieder hilfsbereit. Das Lager hier ist gut gefüllt. Die Erika hat gesagt, es werden noch Männerkleidung zum Wechseln für die Soldaten benötigt. Und hier wird alles sortiert und dann in kleinere Transporter weiter in die Ukraine gebracht. Wir sind jetzt fertig mit dem Anlohner. Die Steffi hat gesagt, wir sollen noch was von gestern erzählen. Gestern grundsätzlich sind wir in einer kleineren Stadt Richtung in Nähe Lviv gelandet. Da haben wir den Instruktor gecheckt, haben wir super lange geschlafen. War natürlich alles nicht so einfach oder möglich, wenn wir die Erika nicht mit hätten als Dolmetscherin und die, was das da alles super pipi-fein organisiert hat. Wir sind jetzt in der Früh, haben wir gefrühstückt, bla bla bla, sind da hergefahren. In so ein Verteilerzentrum, da haben uns vier Kollegen schnell geholfen, das auslagern. Ja, und jetzt fetzen wir quasi wieder heim und ist unsere Mission Ukraine quasi erledigt und erfüllt. Und ja, jetzt fahren wir nochmal heim, jetzt machen wir das. Der Martin kriegt noch was zum Essen, damit er wieder Energie zum Heimfahren hat. Ja, genau, stimmt. Wir sind gestern um 10 Uhr angekommen auf die Nacht und ich habe kein Schnitzel und kein Steak und nichts mehr gekriegt. Und ich habe leider durchhalten müssen bis in der Früh, dass ich wieder was zu essen gekriegt habe. Aber ja, recht herzlichen Dank an alle, was uns unterstützt haben natürlich. An alle Firmen, an alle Organisationen, wirklich recht herzlichen Dank an unsere Helfer, die was vor Ort mit waren. Erika, Janis, Hannes, ja, die Steffi natürlich auch. die hat das da alles gecoacht mit Autofahren und hin und her. Und jetzt beginnen wir sie auf die Heimreise, jetzt fangen wir den Zirkus mit den Go-Boxen zurück immer an, bla bla bla, hin und her, was wir vorher auch schon gehabt haben. Das ist der Uraufwand eigentlich. Und ja, wenn wir gut daheim angekommen sind, seht ihr nächstes Mal ein nächstes Video von uns und bleibt auf jeden Fall dran, schauen wir mal, wie es weitergeht. Passt, ciao! Sondern was gut ist halt, dass sich die Soldaten umziehen können und
halt Medikamente werden gefragt noch und Nahrungsmittel und Hygieneprodukte. Alles andere, haben sie gesagt, haben sie schon recht viel und ist eher dann in Wien, wo die Flüchtlinge ankommen, zu brauchen. Ja, wir fahren jetzt noch nach Hause und in ein paar Tagen gibt es dann ein Update oder die Reportage quasi. Dann sehen sie genau, wo das hingegangen ist, wo wir alles abgeladen haben und ja, wie unser Weg in die Ukraine und zurück war. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wem es interessiert, das Ganze findet ihr dann auf YouTube unter Wolfs Adventure. Einen schönen Dienstag noch! Wir sind wieder daheim, super gut angekommen, hat keine Komplikationen gegeben, wirklich. Ihr daheim ist dann durchgefahren quasi bis auf ein paar Stops. Die ärgeren Stops, was eigentlich waren, waren die Go-Boxen und die Mod-Boxen zurückgeben. Das war das furchtbarste überhaupt eigentlich. Andere gehalten sie es, wir brauchen es nie wieder wahrscheinlich. Und ja, das war bei 5 Tankstellen sind wir stehen bleiben, allein Tschechien, dass wir die Scheiß-Box zurückgeben können. Ja. Aber ist egal. Grundsätzlich, wir sind wieder da, sind dort hingefahren, haben das an der Grenze quasi ausgelohnt, Nähe der Grenze, ja, und sind dann wieder heimgefahren. Haben eine Nacht da geschlafen, ja, ja, viel aufregenderes, ehrlicherweise, war nicht, ja, es haben alle zwar viel Angst gehabt, aber es war überhaupt kein Zirkus. Wir haben ja, in der Nacht haben wir, das was mir aufgefallen ist, in der Nacht haben wir viel vorgesehen, ukrainische Rettungswagen voll angepackt mit Zeug. Also die sind einen Hasserraffen gefahren. Ein Militärkonvoi ist uns entgegengekommen Richtung Grenz, aber jetzt nicht irgendwie super tragisch, groß für irgendwie Militär auf der Straße oder Panzer oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Also, man muss auch dazu sagen, wir waren 30 Kilometer von der Grenze weg, dort war die Entladestation. Dort haben sie die Kapazität gehabt, dass uns den ganzen LKW plus die anderen Transportmittel ausladen können. Mit Klarbusse kann man angeblich bis an die Grenze fahren, das weiß ich nicht, das hat unser Kontakt nicht herstellen können, aber dort haben wir entlohnt und da haben wir eben auch mit den Leuten geredet und die, muss man schon auch sagen, also die haben schon ein bisschen Bedenken, sicher. 30 Kilometer weit weg ist Krieg, ist scheiße für alle. Ja, also da merkt man das schon ein bisschen, und, aber ist alles nicht lustig. Grundsätzlich zum zweiten Teil des Fazits quasi. Ich will mich wirklich recht herzlich bedanken an alle Leute, die uns unterstützt haben. Danke, danke, danke an alle. Das fängt an bei der Firma Geotech Event Engineering, wo uns in LKW geparkt hat. Danke, Jakob. Von meiner Firma, die was gespendet hat, von der Marktgemeinde Bitten, die was gespendet hat, von einigen Privatleuten, die was gespendet hat, eben über das YouTube-Video, danke. Philipp, danke natürlich, ja. Ja, es sind grundsätzlich, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wir wollten am Anfang eigentlich so sagen, dass wir nehmen kein Geld, ja. Hucht sich blöd an. Wer sowas in so einer Größenform machen will, nimmt Spenden. Wirklich, nehmt es einfach an und sagt, okay, passt, wie es wir gemacht haben. Wir haben eine Dieselkasse, das wird alles in Diesel und in Maut und in Verpflegung für die Fahrer und wie immer, weil wir waren mit 2 Autos unterwegs, ein LKW mit Synchro, mit 5 Leuten, ja, die müssen irgendwie verpflegt werden und tankt werden und Maut hin und her. Also grundsätzlich, es sind zusammengekommen, wir können das auch offen und ehrlich preisgeben, 2.160 Euro sind zusammengekommen durch die Spendenaktion, ja, aller Geld, ja. Wir haben gebraucht, kann ich auch kurz sagen, 1.254,71 Diesel, ja. Dann haben wir gebraucht 160 Euro Mod und Essen und Schlafen waren 282 Euro, ja.
Von der gesamten Summe sind es 464 Euro überblieben. Ja, wir werden das aufrunden auf 500 Euro. Und haben auch mit unserer Dolmetscherin schon gesprochen, was kann man mit dem Geld machen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Wundkompressen kaufen, um die 500 Euro. Die was, also irgendwelche Militärhands ist für euch, die werden das sicher wissen, die klippst zusammen und dann drast es so ein, dass wenn, du die Hand, wenn die Hand weg ist, dass das Blut eben gestillt wird. Und die kommen direkt an die Front, weil wir gerade an der Front sind. Sie haben sich auch tierisch gefreut, ja, die Leute, was ausgelohnt, die was geholfen haben, auslohnen, die haben sich tierisch gefreut über die Konserven. Und natürlich, es war halt nichts auf irgendwie Russisch oder Ukrainisch angeschrieben. Und dann haben sie mich gefragt, ja, Gulasch hin und her, was das ist. Und die Erika, unsere Dolmetscherin, hat uns, hat ihnen dann gesagt, ja, das ist Gulasch, das ist Suppen, bla bla, und gesagt, das ist das Allerbeste, was wir liefern können überhaupt. Das brauchen sie wirklich, weil das wird gleich eingepackt in eigene Kartons und das kommt gleich direkt an die Front. Weil das reißen sie da auf, machen es warm, tun ein bisschen Wasser rein und sind glaube ich auch fertig. Ja, und die Wundkompressen werden wir jetzt dem nochmal nach oben schicken, dass das Geld nicht irgendwo liegen bleibt. Weiß, oder Hilfsorganisation, glaube ich nicht, aber wir werden so Kompressen bestellen und oben schicken mit Erika. Ja, das war ein grundsätzliches Fazit jetzt einmal. Jetzt geht das andere Leben wieder weiter. Jetzt haben wir da schon wieder an die 5 von Sini und Bernd stehen, die was wir machen müssen. Der Philipp hat heute einen Ford Custom gemacht, so heißt ja, das Kisten, glaube ich. Custom, ja. Ja, ein LD müssen wir weitermachen. Jetzt müssen wir vorbereiten für die Wendes. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, danke fürs Spenden an alle, was gespendet haben. Die anderen können es noch immer machen. Nein, ist Otrat. Aber ja, wenn es das Bedürfnis habt, es gibt die andere Organisationen auch. Wir haben unser Ding durchgezogen, war kein Zirkus. Und mit den Worten beende ich das und sage nochmal recht herzlichen Dank. Passt. Ciao, grüß euch.